Natürlich bin ich vorbereitet auf dieses Ergebnis mental, aber im Herzen nicht. Im Herzen hätte ich mir was anderes erhofft. Da muss man natürlich den Wahlsiegern des heutigen Abends natürlich auch gratulieren. Das ist zum einen die ÖVP und zum zweiten die Grünen. Aber gratulieren darf ich auch unserer Kämpferin, der Pamela Rendi-Wagner. Sie hat gekämpft wie eine Löwin, aber es hat letztendlich im Vertrauensvorschuss nicht die Erwartungen erfüllen können, die wir uns erhofft haben. Das liegt überhaupt nicht an der Spitzenkandidatin. Die Fehler sind schon in den letzten 1,5 Jahren gemacht worden. Ich denke, es ist immer noch diese Ausländerthematik, die hier reinspielt, die alles überschattet. Die wichtigen Themen wie Klimaschutz, wie Pflege, wie leistbares Leben überschatten. Und wir werden daran arbeiten, um unsere Themen in den Vordergrund zu stellen. Mein Tipp war, dass wir bei 25% zum Liegen kommen. Es sind wieder mal nicht unsere Themen gewesen. Man muss das neidlos sagen. Es war vor einigen Jahren das Thema Migration, die Flüchtlingskrise und jetzt das Klimathema. Es sind nicht die sozialen Themen, und wo die SPÖ stark ist.